Nächster Redner ist der Kollege Martin Gerster, SPD-Fraktion. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich könnte jetzt meine gesamte Redezeit opfern, um auf die Behauptungen und auf die Hetze meines Vorredners einzugehen. Ich finde, es gibt Wichtigeres. Ich finde, es gibt Wichtigeres. Das Innenministerium, werte Kolleginnen und Kollegen, ist neben dem Verteidigungsministerium ein sehr personalintensiver Haushalt mit insgesamt fast 70.000 Beschäftigten. Bei den Sicherheitsbehörden, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, beim Statistischen Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsamt und Beschaffungsamt, ja, da wird viel Personal benötigt, vor allem sehr gutes Personal. Und im Koalitionsvertrag haben wir uns darauf geeinigt, die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen zurückzuführen. Wir von der SPD meinen, der Bund soll und muss hier mit gutem Beispiel vorangehen. Und Herr Seehofer, wir haben beim Berichterstattergespräch schon darüber gesprochen, und ich will noch mal an Sie appellieren. Das Bundesinnenministerium muss hier Vorreiter sein. Es gibt dort zu viele sachgrundlose Befristungen. Die erste und beste Voraussetzung für qualitativ hochwertige Asylbescheide bei BAMF ist nämlich, wenn sich die Beschäftigten nicht ständig um die Zukunft ihres eigenen Arbeitsplatzes sorgen müssen. Und werte Kolleginnen und Kollegen, im Bereich der Migration und Integration müssen alle Koalitionspartner in der Tat schmerzhafte Kompromisse eingehen, die wir nun gemeinsam, so wie wir sie beschlossen haben, auch tragen wollen. Beim Ziel eines möglichst zügigen, aber gleichzeitig auch gründlichen Asylverfahrens sind wir uns einig. Alle, die bei uns Schutz suchen, sollen schnell Klarheit darüber bekommen, ob sie eine Perspektive in Deutschland haben oder eben nicht. Und ich finde es gut, dass die durchschnittliche Verfahrensdauer für neue Fälle beim BAMF bei mittlerweile unter 2 Monaten liegt. Auch der Bestand an Altfällen konnte größtenteils abgebaut werden. Das heißt, unsere Maßnahmen haben Erfolg. Das bedeutet aber auch, dass sich der Schwerpunkt unserer Politik auch ein Stück weit verlagert. Und deswegen haben wir die Mittel für Integrations- und Orientierungskurse in nur wenigen Jahren verdreifacht. Denn eine gelungene Integration ist nicht nur richtig, sondern, wie ich finde, auch die beste und eine sehr günstige Sicherheitspolitik. Wir haben auch Verbesserungen bei der Vergütung der Lehrkräfte erreicht. Stichwort gute Arbeit, motivierte Lehrkräfte und Kontinuität in den Kursen erhöhen die Erfolgschancen nicht nur bei der Abschlussprüfung, sondern insgesamt bei der Integration. Werte Kolleginnen und Kollegen, bei der inneren Sicherheit wurde von wegen gespart. Wir haben wesentliche Beschlüsse bereits 2016 und 2017 auf den Weg gebracht. Mit den sogenannten Sicherheitspaketen verschaffen wir, die SPD, die Große Koalition der Bundespolizei, allein in diesem Jahr über 1.850 neue Stellen. Dazu kommen weitere neue Stellen, unter anderem beim Bundeskriminalamt, beim Verfassungsschutz. Und damit stärken wir die Sicherheitsbehörden des Bundes in bisher ungekanntem und vor wenigen Jahren vermutlich auch noch sogar unvorstellbarem Ausmaß. Gut, dass die SPD mitregiert, denn in der vorletzten Legislaturperiode von 2009 bis 2013, als die Union noch zusammen mit der FDP regiert hat, wurden hier 1.000 Stellen abgebaut. Das zeigt, es macht sehr wohl einen großen Unterschied, wer regiert in Deutschland. Werte Kolleginnen und Kollegen, nun zum Baubereich, der ja in der neuen Bundesregierung unter dem Dach des Innenministeriums eine neue Heimat gefunden hat. Ein gutes Zuhause ist ja bekanntlich auch mitentscheidend für ein gutes Leben. Jeder will Sicherheit, auch für die eigenen 4 Wände. Und deshalb ist es richtig, dass wir das KfW-Programm zur Förderung von Maßnahmen der Einbruchsicherung fortführen. Allein im letzten Jahr sind nahezu 80.000 Wohneinheiten gefördert und dadurch einbruchsicherer geworden. Ich finde, das ist ein großer Erfolg. Mehr Sicherheit brauchen Mieterinnen und Mieter, aber auch bei den Mietpreisen. Mieten müssen bezahlbar bleiben in den Metropolen, aber auch, sage ich ganz bewusst, mit Blick auf meine Heimat in Oberschwaben, auch in ländlichen Regionen.
Und deswegen finde ich es gut, dass unsere Ministerin Katharina Barley die Verschärfung der Mietpreisbremse noch vor der Sommerpause auf den Weg bringen wird. Gleichzeitig führen wir die schon unter Barbara Hendricks massiv erhöhte Städtebauförderung mit über 700 Millionen Euro und die Förderung des sozialen Wohnungsbaus mit 1,5 Millionen Euro auf sehr, sehr hohem Niveau fort. Werte Kolleginnen und Kollegen, viele Familien haben auch den Traum von einer eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus. Zu den bestehenden Förderprogrammen der KfW kommt nun das Baukindergeld. Viele bauwillige Familien warten, Herr Seehofer, auf Details. Die Antwort, wann kann man es beantragen, wann bekommt man den Förderbescheid, da reicht die Antwort nicht, wenn man sagt, noch vor der bayerischen Landtagswahl. Ein bisschen konkreter muss es in Kürze dann schon auch werden. Wir brauchen hier zügig Klarheit, denn es gibt sehr viele Anfragen dazu. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei aller Begeisterung für das Baukindergeld ist es mir unglaublich wichtig, auch an andere Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag zu erinnern. Wir haben uns gemeinsam darauf geeinigt und ich will ganz gezielt erwähnen, dass wir unbedingt das Wohngeld anpassen müssen, damit Menschen nur dann aus dem Bezug herausfallen, wenn es ihnen auch wirtschaftlich tatsächlich deutlich besser geht und nicht, weil sie durch eine Art kalte Progression einen eigentlich berechtigten Förderanspruch verlieren. Und ich möchte an Sie, Herr Minister Seehofer, appellieren, zügig hier eine entsprechende Regelung vorzulegen, mit der das Wohngeld regelmäßig angepasst wird. Auch das ist ein Beitrag zu einer guten und sozialen Politik. Um es also noch mal kurz zusammenzufassen, wenn wir auf den Haushaltsentwurf schauen, unser Kompass stimmt. Der Haushaltsentwurf, finde ich, ist ein richtig guter. Mehr öffentliche Sicherheit, mehr soziale Sicherheit, mehr emotionale Sicherheit, so hat es unser Finanzminister Olaf Scholz gesagt. Und ich finde, er hat mit dem Blick auf den Einzelplan 06 recht. Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Dr.